Hallo, ich bin Florence aus New York. Wenn ihr heute aus irgendeinem Grund schlechte Laune habt, wird euch das Video auf dem Persönliches Tagebuch-Kanal gleich aufmuntern. Klickt auf Gefällt mir, abonniert den Kanal und macht es euch bequem. Vor ein paar Jahren ist mein Vater weggegangen, um Milch zu holen und ist nie zurückgekommen. Er verließ seine Familie auf der Suche nach einem besseren Leben. Mom und ich wurden allein gelassen und hatten eine wirklich schwere Zeit. Mom musste ohne freie Tage arbeiten, um für uns zu sorgen und die Miete zu zahlen. Ich versuchte ihr so gut es geht zu helfen. Ich nahm einen Teilzeitjob als Kellnerin an. Manchmal lief es nicht so, wie wir es wollten, aber Mom und ich geben nicht auf und fanden immer etwas, worüber wir uns freuen konnten. Eines Tages kam ich zu spät zur Arbeit, weil ich zu lange im Central Park Enten gefüttert hatte. Oh nein, Mr. Sullivan wird wütend sein, wenn ich wieder zu spät komme. Ich rannte zum U-Bahnsteig hinunter, als ich mir den Knöchel verstauchte. Ich war mir sicher, dass ich gleich fallen würde, aber starke Arme fingen mich auf. Ich blickte schüchtern zu meinem Retter und sah das Gesicht eines Engels. Dieser Typ war unglaublich großartig. Seine Haare schienen in Zeitlupe zu fliegen. Und er blickte mir mit seinen himmelblauen Augen direkt in die Seele. In diesem Moment schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Die ganze Welt verschwand und zurück blieben nur ich und dieser unglaubliche Fremde. Geht es dir gut? Ich öffnete meinen Mund, um zu antworten, schaffte es aber nur, stummrot zu werden. In diesem Moment kam die U-Bahn an. Ich rannte rein und setzte mich auf einen freien Platz. Mein Herz schlug aus meiner Brust wie ein Vogel, der aus einem Käfig entkommen wollte. Ich musste mich zusammenreißen. Er war einfach ein Fremder. Um mich zu beruhigen, holte ich ein Notizbuch aus meinem Rucksack. Um mir die Zeit zu vertreiben, zeichnete ich oft zufällige Passagiere in der U-Bahn. Also musste ich mich für mein neues Modell entscheiden. Und dann sah ich den gut aussehenden Fremden mir gegenüber sitzen. Er hatte sein Gesicht in einem Buch vergraben und schaute nicht in meine Richtung. Ich begann vorsichtig, sein Gesicht zu zeichnen. Er sah plötzlich zu mir auf und lächelte verschmitzt. Ich wurde hummerrot und wandte mich schnell ab. Wir warfen uns immer wieder verstohlene Blicke zu. Doch irgendwann stieg er an einer der Stationen aus. Die Türen schlossen sich und ich drückte mich gegen das Fenster, um dem Fremden nachzustarren. Er machte ein paar Schritte, drehte sich dann plötzlich um und lächelte mich geheimnisvoll an. Mir wurde klar, dass ich Hals über Kopf in ihn verliebt war, obwohl ich nicht einmal seinen Namen kannte. Ich drückte sein Porträt an meine Brust, aber dann wurde ich aus meinen Tagträumen gerissen, als mir klar wurde, dass ich meinen eigenen Stopp schon vor langer Zeit verpasst hatte. Natürlich kam ich zu spät zur Arbeit. Mein Chef, Mr. Sullivan, war den ganzen Tag wütend und schimpfte mit mir, aber ich schenkte ihm keine Beachtung. Alles, woran ich denken konnte, war der hübsche Fremde. Kannst du dich endlich konzentrieren? Geh und bedien die Tische. Ich nickte und ging mit einem albernen Lächeln auf einen der Gäste zu. Kann ich ihre Bestellung aufnehmen? Da wurde mir klar, dass der Gast mein nerviger Klassenkamerad war und ich verlor die Beherrschung. Henry, was machst du hier? Ich bin gekommen, meine Freundin zu besuchen. Wie oft muss ich das sagen? Wir sind kein Paar. Das könnten wir ändern. Florence, ich stehe wirklich auf dich. Nun ja, ich stehe nicht auf dich. Geh weg und lass mich meinen Job machen. Henry ging, aber nicht, bevor er mir einen Kuss zugeworfen hatte. Ich werde dich noch überzeugen, Miss Temperamentvoll. Oh, wie konnte er so verdammt anhänglich sein? Henry akzeptierte kein Nein als Antwort, was mich in den Wahnsinn trieb. Aber an diesem Tag konnte nicht einmal er meine Stimmung verderben. Am nächsten Tag, als ich in der Schule ankam, begann ich nach meinen besten Freunden zu suchen. Monika fiel immer auf. Sie fuhr auf einem Skateboard den Flur entlang und blieb neben mir stehen. Der Schulleiter wird dich bestrafen, wenn er dein Skateboard sieht. Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Ich erzählte meiner Freundin von dem Typen, den ich in der U-Bahn getroffen hatte. Und sie fing sofort an, mich zu ärgern. Wenn dieser Typ so toll war, warum hast du dann nicht nach seiner Nummer gefragt? Meinst du das ernst? Ich wäre ohnmächtig geworden. Oh, Florence, du musst an deiner Schüchternheit arbeiten. Sie hält dich zurück. Ich zeigte ihr die Skizze des mysteriösen, gut aussehenden Typens, den ich gezeichnet hatte. Meine Freundin starrte es nachdenklich an. Ich habe das Gefühl, ihn schon einmal gesehen zu haben. Wirklich? Ja, gerade eben im Flur. Monika legte mein Notizbuch weg und ich sah diesen Kerl im selben verdammten Flur stehen wie wir. Er unterhielt sich beiläufig mit ein paar Jungs und warf mir flirtende Blicke zu. Was machte er da? Komm schon, mach ihn an. Nein, das kann ich nicht. Ich errötete von Kopf bis Fuß und rannte in das nächste Klassenzimmer. Als der Unterricht begann, sagte die Lehrerin, dass ein neuer Schüler in unsere Klasse versetzt worden sei. Und dann kam er herein. Mein Herz begann wieder zu rasen. Erzähl uns etwas über dich. Mein Name ist Sebastian Collins. Meine Familie ist kürzlich nach New York gezogen. Es war klar, dass Sebastian mich erkannte. Er kam an den Tisch neben mir und fragte, ob er dort sitzen dürfe. Du solltest woanders sitzen. Du riechst nach faulem Fisch.
Verblüfft saß er sich hinten in der Klasse hin. Monika starrte mich verständnislos an. Geht's dir gut? Warum hast du etwas so Unhöfliches zu ihm gesagt? Ich weiß nicht. Es ist einfach herausgekommen. Ich möchte nicht, dass Sebastian von meiner großen Schwärmerei für ihn erfährt. Monika hielt ihre Hand vors Gesicht. Ich wusste, dass ich mich wie eine Idiotin verhielt, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich fühlte mich so schüchtern und unsicher, dass ich mich hinter Unhöflichkeit verstecken musste. An diesem Abend saß ich auf meiner Fensterbank, hörte Musik und träumte. Plötzlich sah ich eine Silhouette im Fenster gegenüber von mir. Ich schaute sie mir genauer an und wäre fast vom Fensterbrett gefallen. Es war Sebastian. Könnt ihr das glauben? Ich wohnte neben meinem Crush. Ich schnappte mir das Fernglas, um ihn zu beobachten. Da es in meinem Zimmer dunkel war, hatte ich keine Angst, dass Sebastian mich bemerken würde. Er spielte mit seiner Katze und sah so unbeschwert und glücklich aus, dass ich nicht anders konnte, als zu lächeln. Und dann trat Sebastian ans Fenster und begann langsam sein T-Shirt auszuziehen. Ich habe fast gesabbert. Komm schon, nur noch ein bisschen. Ich wollte seine Bauchmuskeln sehen. Doch dann kam plötzlich Mom in mein Zimmer und machte das Licht an. Sebastian bemerkte, dass ich vor dem Fenster stand. Seine Augen traten hervor. Oh Mist. Ich sprang vom Fensterbrett und setzte mich auf den Boden. Mein Herz raste. Ich wollte im Boden versinken. Mom blinzelte mich hinterhältig an. Florence, hast du unserem neuen Nachbarn nachspioniert? Mom, wie konntest du das überhaupt denken? Ich habe einen Vogel beobachtet. Wirklich? Geht dieser Vogel zufällig auf die gleiche Schule wie du? Mom, mach dich nicht über mich lustig. Ich warf Mom aus meinem Zimmer und ließ mich ins Bett fallen. Uff, ich hoffte wirklich, dass Sebastian mich nicht erkannt hatte. Leider kam er am nächsten Schultag auf mich zu und fragte mich danach. Hey, hast du mich gestern beobachtet? Magst du mich? Ich wollte sagen, dass ich verrückt nach ihm war, aber ich war so nervös, dass mein Gehirn abschaltete und ich fuhr ihn erneut an. Mach dich nicht lächerlich. Ich interessiere mich überhaupt nicht für dich. Ich versuchte gleichgültig zu wirken, obwohl ich das Gefühl hatte, ich würde die Fassung verlieren. Sebastian ging verwirrt weg. Monika kam mit ihrem Skateboard auf mich zu. Ich war hoffnungslos. Florence, was zum Teufel machst du? Du magst ihn. Ich weiß, aber ich fühle mich immer so unsicher, dass ich anfange, Unsinn zu reden. Du gehst jetzt gleich zu Sebastian und sagst ihm die Wahrheit. Nein, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, zittere ich vor Nervosität. Wir hätten wahrscheinlich weiter gestritten, wenn Henry nicht mit wackelnden Augenbrauen auf uns zugekommen wäre. Das war das Letzte, was ich brauchte. Florence, wann sagst du endlich ja zu einem Date mit mir? Hast du Gedächtnisprobleme? Ich habe dir gesagt, dass ich nie mit dir ausgehen würde. Henry, hör auf, Florence wie einen Schatten zu verfolgen. Danach versuchte Monika, sich wie Amor zu verhalten, um mich mit Sebastian zusammenzubringen. Früher waren wir im Labor immer ein Paar, aber an diesem Tag wählte sie Henry als ihren Partner im Chemieunterricht. Florence? Und Sebastian sind die einzigen ohne Partner, also werdet ihr beide zusammenarbeiten. Monika flüsterte, dass das meine Chance sei. Leider habe ich alles vermasselt und den Typen meiner Träume erneut runtergemacht. Ich hätte lieber mit einem Kaktus zusammengearbeitet. Er wäre hilfreicher gewesen. Ich war wütend auf mich selbst, weil ich das gesagt hatte, konnte es aber einfach nicht lassen. Ich fühlte mich zu unsicher, um mich normal zu verhalten und ich selbst zu sein. Ich flehte Monika an, nicht mehr zu versuchen, uns zu verkuppeln, aber meine Freundin gab nicht nach. Sie schickte Sebastian sogar in das Café, in dem ich arbeite. Das ging nicht gut, weil ich aus Versehen Kaffee auf Sebastian verschüttet habe. Er dachte wahrscheinlich, ich hätte das mit Absicht getan. An meinem Geburtstag veranstaltete ich eine Party und lud alle meine Freundinnen dazu ein. Wir spielten Wahrheit oder Pflicht und aßen Pizza. Irgendwann habe ich mich für Pflicht entschieden. Sobald ich Monikas verschmitztes Lächeln sah, wusste ich, dass sie etwas Verrücktes im Sinn hatte. Florence, schleich dich während des Sportunterrichts in die Umkleidekabine der Jungen und stehle Sebastians Unterwäsche. Ich sagte, dass ich das auf keinen Fall tun würde. Aber alle Mädchen runzelten die Stirn und sagten mir, ich solle die Spielregel nicht brechen. Verdammt, ich musste zustimmen. Bald kam Mom von der Arbeit nach Hause. Ich wusste, dass sie furchtbar müde wurde und etwas Ruhe wollte, also bat ich meine Freunde zu gehen. Am nächsten Tag schlich ich mich wie versprochen in die Umkleidekabine der Jungs, fand Sebastian spinnend und stahl seine Unterwäsche. Alles schien reibungslos zu laufen und ich wollte gerade gehen, als ich plötzlich die Tür öffnete und Monika Sebastian in die Umkleidekabine schob. Ich hab dir gesagt, Florence mag dich, schau. Sie hat sogar deine Unterwäsche gestohlen. Mit diesen Worten rannte sie lachend davon. Es war mir so peinlich, dass ich auf einen anderen Planeten ziehen wollte. Sebastian blickte überrascht auf die Unterwäsche in meinen Händen und sagte etwas, was ich nicht erwartet hätte. Eigentlich ist das nicht meine. Was? Wem gehört es dann? Henry sprang in den Umkleideraum. Das ist meine Unterwäsche. Ich wusste, dass du mich magst, Florence. Ich wollte mir die Haare ausreißen. Ich muss das falsche Schließfach geöffnet haben. Nach all dem hatte ich keine andere Wahl, als tomatenrot aus der Umkleidekabine zu rennen. Ich habe
habe Monika aufgespürt und ihr meine Meinung gesagt, aber meine Freundin starrte mich wütend an, als wäre ich diejenige, die Unrecht hatte. Ich habe nur versucht, dir zu helfen. Aber jetzt ist es zu spät. Das schönste Mädchen der Schule hat sich offenbar in Sebastian verliebt. Susi? Auf keinen Fall. Doch, sie treffen sich. Und weißt du warum? Im Gegensatz zu dir hat Susi Sebastian nicht die kalte Schulter gezeigt. Ich sah, wie Sebastian sanft Susis Hand hielt und brach vor lauter Frustration fast in Tränen aus. Bevor ich an diesem Tag zu Bett ging, starrte ich auf meine Skizze von Sebastian und seufzte traurig. Ich habe meine Chance, mit dem Mann meiner Träume zusammen zu sein, verpasst, weil mir das Selbstvertrauen fehlte. Verdammt, Florence. Ich habe mich immer wieder fertig gemacht, bis ich eingeschlafen bin. In dieser Nacht träumte ich, dass ich aus dem Fenster kletterte und eine Leiter hinunter zu meiner Liebe kroch. Baby, schau nicht nach unten. Dieser Traum hat mir klargemacht, dass ich um mein Glück kämpfen musste. Also beschloss ich, am Morgen endlich zu handeln. In der Schule nahm ich meinen Mut zusammen und kam auf Sebastian zu. Ich möchte erklären, warum ich mich so seltsam verhalten habe. Können wir reden? Zu meiner Überraschung starrte er mich böse an. Sprich stattdessen mit einem Kaktus. Ich bekam Gänsehaut. Er war so kalt, dass ich ihn am liebsten angeschnauzt hätte, mich aber zurückgehalten habe. Schließlich wusste ich ganz genau, dass ich nur mir die Schuld geben konnte. Sebastian ging an mir vorbei, ohne einen weiteren Blick auf mich zu werfen, und Monika kam sofort auf mich zu. Gib nicht auf, Florence. Ich bin mir sicher, dass er dich auch mag. Er hat sich nur mit Susan verabredet, um sich an dir zu rächen. Monika dachte eine Weile nach und entwickelte einen weiteren brillanten Plan. Du musst Sebastian eifersüchtig machen. Wen würdest du gerne als deinen falschen Freund benutzen? Wie aufs Stichwort kam Henry auf uns zu und benutzte einen seiner lächerlichen Anmachsprüche bei mir. Meine Freundin hat mir einen Daumen nach oben gegeben. Mach es, Flo. Liebe bringt uns wirklich dazu, verrückte Dinge zu tun, weil ich beschlossen habe, auf Monika zu hören. Ist das zu glauben? Henry, du hast mich schon so oft gefragt und ich möchte nur sagen, ja, ich werde deine Freundin sein. Er strahlte mich an und war sichtlich überglücklich. Ich hatte nur gehofft, dass Monikas Plan funktionieren würde. Von diesem Tag an waren Henry und ich ein Paar. Henry war ein echter Gentleman und behandelte mich wie eine Königin. Er begleitete mich nach Hause, unterstützte mich, gab mir Geschenke. Eines Tages kam er sogar ohne Vorwarnung vorbei, um meine Mutter zu treffen. Florence, du hast mir nicht gesagt, dass du eine Schwester hast. Ach, oh, hör auf. Wie ihr seht, machte er einen guten Eindruck auf sie. Henry und ich gingen in mein Zimmer, um Videospiele zu spielen. Ich schaute auf und sah Sebastian. Er stand vor seinem Fenster und beobachtete uns mit einem traurigen Gesichtsausdruck. Und dann zog er die Vorhänge zu. Hat Monikas Plan funktioniert? Eine Woche verging. Es war gut für mich, mit Henry zusammen zu sein. Ich wurde selbstsicherer. Unterdessen wurde Sebastian von Tag zu Tag trauriger. In der Schule warf er immer wieder flüchtige Blicke auf Henry und mich und seufzte. Und eines Tages hörte ich, wie Sebastian Susi sagte, sie müssten ein ernstes Gespräch führen, woraufhin sie sich in einem Klassenzimmer versteckten. Ich starb vor Neugier, also versteckte ich mich hinter der Tür und belauschte sie. Susi? Es tut mir leid. Ich bin nur mit dir ausgegangen, um das Mädchen, das ich mag, eifersüchtig zu machen, aber ich bin ihr komplett egal. Susi stürmte wütend aus dem Klassenzimmer. Ich fand Monika und sagte ihr, dass der Plan funktioniert hatte. Na, worauf wartest du noch? Geh zu Sebastian und erzähle ihm von deinen Gefühlen. Du hast recht. Ich muss ihm sagen, dass ich ihn liebe. Ich rannte auf Sebastian zu, aber plötzlich wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Ich spürte einen brennenden Schmerz in meiner Seite. Die Welt verschwamm vor meinen Augen. Mir war schwindelig, aber ich ging weiter. Henry rannte auf mich zu. Florence, geht es dir gut? Ich muss Sebastian sagen, dass ich... Ja. Ich versuchte, einen weiteren Schritt zu machen, aber die Welt verfinsterte sich vor meinen Augen und ich fiel in Ohnmacht. Als ich zu mir kam, war ich in einem Krankenhaus. Meine Mutter saß neben mir und hielt meine Hand. Sie erzählte mir, dass ich eine Blinddarmentzündung hatte. Das Schlimmste liegt jetzt hinter uns. Es wird dir bald besser gehen und ich werde dich auf jedem Schritt des Weges begleiten. Was ist mit deiner Arbeit? Florence, es gibt nichts, was mir wichtiger ist als du. Mein Job kann warten. Dank Mom erholte ich mich mit Lichtgeschwindigkeit. Ich verbrachte noch ein paar Tage im Krankenhaus. Ich habe die ganze Zeit an Sebastian gedacht. Ich hatte ihm immer noch nicht gesagt, wie viel er mir bedeutete. Bald wurde ich entlassen, musste aber danach noch ein paar Tage zu Hause bleiben. Sebastians Fenster war mit Vorhängen verschlossen und ich konnte ihn nicht sehen. Henry besuchte mich jeden Tag und kümmerte sich um mich. Ich wollte zugeben, dass ich ihn nur benutzt hatte, um jemanden anderen eifersüchtig zu machen, aber ich schwieg, weil ich ihn nicht verletzen wollte. Monika hat mich auch oft besucht. Flo, Henry prahlt vor allen in der Schule mit euch beiden. Du musst ihm die Wahrheit sagen.
Ich weiß, aber es wird nicht einfach sein. Wie geht es Sebastian? Er sieht aus wie eine traurige Garnele. Ich habe mir vorgenommen, mit beiden Jungen zu reden, sobald der Arzt mich wieder zur Schule gehen ließ. Das war jedoch nicht das Einzige, worüber ich mir Sorgen machte. Mom verließ das Haus nicht mehr und sah ziemlich deprimiert aus. Mom, was ist los? Ich wurde gefeuert, aber ich werde mir einen anderen Job suchen, keine Sorge. Natürlich wirst du das, du bist die Coolste. Schließlich erholte ich mich so weit, dass ich wieder zur Schule gehen konnte, aber aus irgendeinem Grund war Sebastian nirgends zu sehen. Monika sagte, er sei seit mehreren Tagen nicht zur Schule gekommen. Ich hatte Angst, dass ihm etwas Schlimmes passiert sein könnte. Als Henry auf mich zukam und versuchte, mich zu umarmen, löste ich mich sanft. Es tut mir leid, aber ich liebe jemand anderen. Ich sehe dich nur als guten Freund. Ich habe Henry über alles die Wahrheit gesagt. Er war so sauer, dass er wortlos ging. Ich wartete nicht bis zum Ende des Unterrichts und rannte zu Sebastians Haus. Zu meiner Überraschung waren es nicht seine Eltern, die die Tür öffneten, als ich an der Tür klingelte, sondern völlig Fremde. Sie sagten, die Vormieter seien vor ein paar Tagen umgezogen. Wie es der Zufall wollte, kannten sie natürlich ihre neue Adresse nicht. Ich konnte Sebastian in den sozialen Medien nicht finden und hatte nicht den Mut aufgebracht, ihn bei Gelegenheit nach seiner Nummer zu fragen. Es schien, als müsste ich akzeptieren, dass ich Sebastian für immer verloren hatte. Ein paar Tage später sprach Henry endlich wieder mit mir. Ich habe nachgedacht und Liebe kann nicht erzwungen werden. Ich vergebe dir, Florence. Lass uns Freunde sein. Es war eine große Last, die von meinen Schultern fiel. Ich zog Henry in eine erdrückende Umarmung. Bald erzählte mir meine Mutter großartige Neuigkeiten. Man hatte ihr einen tollen, gut bezahlten Job angeboten. Wow, Glückwunsch! Einen Haken gibt es allerdings. Wir müssen in eine andere Stadt ziehen. Och Mensch, ich wollte meine Freunde nicht verlassen und an einer neuen Schule neu anfangen, aber Monika hat mir geholfen, es anders zu sehen. Sei kein Hühnchen! Deine Unsicherheiten haben dich bereits Sebastian gekostet. Wer etwas erreichen will, muss ein Risiko eingehen. Außerdem bleiben wir weiterhin Freunde. Ich wischte meine Tränen weg und umarmte Monika. Du hast recht. Oh, ich werde dich wie verrückt vermissen. Du bist das mutigste und coolste Mädchen, das ich kenne. Hör auf, sonst fange ich auch an zu weinen. Bald zogen wir in eine andere, neue Stadt. Moms Firma stellte uns eine Wohnung zur Verfügung. Es war großartig, obwohl sie bei unserer Ankunft noch renoviert wurde. Es lagen Farbdosen, Leitern und allerlei andere Dinge herum. Das ist dein Zimmer, Florence. Es geht aufwärts, das spüre ich. Mit diesen Worten verließ Mom mein Zimmer. Ich hängte meine Skizze von Sebastian an die Wand und starrte sie traurig an. Und dann sah ich im Fenster gegenüber von mir ein bekanntes Gesicht und Freudentränen liefen über mein Gesicht. Sebastian, ich kann es nicht glauben, das muss Schicksal sein. Ich öffnete das Fenster und winkte ihm zu. Sebastian winkte zurück. Ich sah eine Leiter in der Ecke meines Zimmers und erinnerte mich an Monikas Worte. Sie hatte recht, ich musste mutig sein, um zu bekommen, was ich wollte. Ich schnappte mir die Leiter und bewegte sie so, dass ich zu Sebastians Fenster klettern konnte. Wir krochen aufeinander zu und trafen uns in der Mitte. Sebastian, ich wollte schon lange sagen, dass ich... Bevor ich fertig war, legte er einen Finger auf meine Lippen und lächelte. Psst, du brauchst nichts zu sagen. Ich weiß es.